Hallo, hier ist Silke. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid, um ein Video von mir zu schauen. In meinem heutigen Video möchte ich euch 5 Tipps für ein erfolgreiches Fasten geben. Ich faste ja auch gerade, beziehungsweise bin ich heute am 13. Fastentag und das wird auch der Tag des Fastenbrechens werden. Das heißt, ich werde heute die erste feste Mahlzeit, die erste feste Nahrung wieder zu mir nehmen. Ich liebe es ja im Frühjahr zu fasten, wenn es schon draußen wärmer wird. Man kann sich gut länger draußen aufhalten und das Fasten positiv unterstützen, sich wunderbar ablenken. Man kann draußen Wildgrün sammeln und das entsaften, wenn man eben auch ein Saftfasten durchführt. Dieses Fasten habe ich mit Wasser begonnen. Ich habe die ersten 3 Tage mit Wasser gefastet, also nur Wasser getrunken. Das ging auch ganz gut. Ich war allein, hatte die Jungs nicht, da kann ich wunderbar mit Wasser fasten. Dann habe ich mich am 4. Tag oder am Abend des 3. Fastentages entschlossen, Saft zu trinken, weil ich wusste, die Woche wird etwas stressiger oder ich bin durch die Kinder mehr beansprucht. Dann macht sich immer ein Saftfasten besser, weil dann die Entgiftung etwas langsamer voranschreitet und man dann doch ein bisschen mehr in seiner Kraft steckt, obwohl ich ja auch schon bei meinem letzten Wasserfasten Ende des letzten Jahres doch wirklich auch sehr viel Kraft durch ein Wasserfasten gewinnen konnte. Aber da war ich, wie gesagt, auch alleine. Da gab es so gewisse Stressfaktoren eben nicht. Und deswegen habe ich mich entschlossen, ab dem Ende des 3. Tages faste ich mit Saft weiter. Genau, heute, wie gesagt, der 13. Saftfastentag. Was habe ich heute früh getrunken? Ich habe mir heute früh eine Zitrone und eine Orange entsaftet und die mit ca. 1 Liter Wasser verdünnt das getrunken. Dann gab es später noch etwas Möhrensaft mit Kirsch. Das ist auch immer eine leckere Kombination. Diesen Saft habe ich auch mit Wasser verdünnt. Und meine erste Mahlzeit heute wird sein, ich liebe es ja mit sehr wasserhaltigen Früchten das Fasten zu brechen, am liebsten ja eigentlich mit Melone. Wassermelone in Bio-Qualität konnte ich gerade nicht finden, also gibt es eine Gemüsefrucht. Ich habe mir schon eine halbe Gurke schön in Scheiben geschnitten und die werde ich dann genussvoll verzehren. Das ist ja immer so wunderbar nach dem Fasten, das erste Mal essen, das erste Mal richtig gründlich kauen und wieder die Geschmacksknospen zum Aufleben bringen, sozusagen. Genau, ich beginne jetzt einfach mal mit den 5 Tipps für ein erfolgreiches Fasten. Ich hatte ja jetzt schon während meines letzten Fastens ab und zu einiges auf meiner Facebook-Seite gepostet, was ich trinke, wie es mir geht, wie das mit dem Fasten so vorangeht. Und da kamen immer wieder mal Kommentare oder auch Nachrichten, oh, Fasten, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, nichts mehr essen oder nur Wasser trinken oder nur Saft trinken. Also viele haben dann auch schon wirklich mental eine Blockade. Wenn man sagt, ich kann mir das nicht vorstellen, dann wird es nicht funktionieren. Das sind aber oftmals auch Menschen, die gern fasten würden, sich aber das irgendwie nicht vorstellen können, irgendwie sich nicht dazu überwinden können, endlich zu fasten. Deswegen mein erster Tipp, sich positiv darauf einstimmen, also sich mental darauf einstimmen, sich damit zu beschäftigen, schon im Vorfeld. Zum Beispiel auch, was bedeutet eigentlich Fasten? Möchte ich mit Wasser fasten oder möchte ich mit Saft fasten? Wobei man da ja sagen muss, das Saftfasten ist ja wirklich die schonendere Entgiftung. Also beim Fasten entgiftet der Körper schonender, langsamer. Wasserfasten, das ist wirklich kann man wirklich sehr heftige Entgiftungserscheinungen, kann das nach sich ziehen. Und das würde ich für Ungeübte auch nicht empfehlen. Also wenn ihr noch nie gefastet habt, dann ist ein Saftfasten erstmal der richtige oder der bessere Einstieg zum Fasten. Ich hatte ja auch vor Ende der 90er Jahre angefangen zu fasten. Und das waren die ersten Mal immer mit Wasserfasten. Und das war wirklich immer eine schwierige Zeit. Die meiste Zeit lag oder saß ich rum, habe gelesen, mich abgelenkt, habe mich mühsam zu einem Spaziergang aufgerafft und auch ein bisschen Dehnung gemacht. Aber es war wirklich alles sehr mühselig. Ich stand damals nie so in meiner Kraft, wie ich es jetzt bei einem Wasser- oder Saftfasten stehe. Also damals habe ich auch noch gekocht, vegane Kochkost gegessen. Und mir fällt immer wieder auf, wenn man sich über einen längeren Zeitraum mit Rohkost ernährt, dann fällt einem der Übergang auf ein Fasten, egal ob mit Wasser oder Saft, viel, viel leichter. Das ist auch mal ein Tag, nichts, nur einfach mal einen Tag nur Wasser trinken oder einfach mal einen Tag nur Saft trinken zwischendurch fällt viel, viel leichter. Dann ist noch wichtig, im Vorfeld, bevor ihr anfangt beginnt zu fasten, ob ihr euch diese Fastenzeit einräumen könnt. Wie seid ihr in der nächsten Zeit
eingebunden im Beruf, Familie, im Alltag? Was steht da so an? Also es ist auch wirklich wichtig, sich in der Fastenzeit auch mal Ruhepausen zu gönnen, dass ihr euch das in dieser Fastenzeit auch wirklich einrichten könnt. Und ihr solltet auch wissen, dass ein Fasten, egal ob mit Saft oder Wasser, dass das nicht nur eine körperliche Entgiftung nach sich zieht, sondern auch eine seelische und emotionale Entgiftung. Deswegen sind dann manchmal auch diese Ruhephasen förderlich. Und ihr solltet euch natürlich auch darauf auch einstellen, dass Hungerphasen oder diese so Hunger und Gelüste auf alle Fälle aufkommen. Und ihr solltet euch da wirklich schon drauf einstellen oder euch fragen, habe ich meine Gelüste in der Hand oder habe ich meine Gelüste in der Hand? Also sich einfach schon mal ein paar Tage vorher damit beschäftigen, ist auf alle Fälle sehr hilfreich. Und dann vielleicht auch noch euch die Frage stellen, was will ich eigentlich mit dem Fasten erreichen? Möchte ich meinen Körper entgiften, reinigen? Möchte ich diesem Fasten eine Ernährungsumstellung voranstellen? Möchte ich mich auf vegan, vegetarisch, Rohkost, glutenfrei, zuckerfrei umstellen? Dann ist so ein Fasten auf alle Fälle eine gute Sache. Oder möchte ich ein neues Körpergefühl erreichen? Möchte ein paar Kilo abnehmen? Oder möchte ich mich einfach auf mich selbst besinnen, mich ein bisschen zurückziehen? Am besten, ihr könnt euch eure Beweggründe, warum ihr fasten möchtet, aufschreiben. Und das dann vielleicht irgendwo hinheften, wo ihr es auch jeden Tag seht, euch durchlesen könnt. So könnt ihr euch einfach schon mal ganz gut darauf einstellen, welches Ziel ihr eigentlich habt oder verfolgt, indem ihr eine Fastenkur durchführen möchtet. Dann kann ich euch auch noch empfehlen, wenn ihr noch nie gefastet habt, dann probiert doch einfach mal einen halben Tag zu fasten mit Wasser oder mit Saft. Oder vielleicht erstmal nur einen Tag. Schaut erstmal, wie fühlt sich das an? Lasst das erstmal wirken. Wie ist euer Körpergefühl, euer emotionales Gefühl? Und dann könnt ihr euch ja dann in den nächsten Wochen eventuell auf ein längerfristiges, eine Woche, 10 Tage, 2 Wochen, 3 Wochen andauernde Fastenkur einstimmen. Mein zweiter Tipp für ein erfolgreiches Fasten, wir gehen jetzt mal von einem Saftfasten aus, ist der, ausschließlich frisch gepresste Säfte zu trinken. Und wenn ihr keinen Entsafter zu Hause habt, vielleicht steht ja in eurer Küche eine Zitruspresse, da gibt es ja Handzitruspressen oder elektrische Zitruspressen, dann kann man auch wunderbar sich Zitronen, Orangen oder Grapefruits pressen. Damit kann man auch unkompliziert eine Woche oder 2 Wochen lang fasten. Falls ihr dann doch mehr Abwechslung während eurer Fastenkur benötigt und habt vielleicht einen Mixer zu Hause, dann könnt ihr auch das Entsaftungsgut einfach im Mixer gut mixen und durch einen Nussmilchbeutel oder ein Geschirrtuch geben, gut auspressen, habt ihr auch schon mal einen Saft. Plant ihr allerdings doch in nächster Zeit ab und zu mal zu fasten oder beziehungsweise einen frisch gepressten Saft Bestandteil eures täglichen Speiseplans zu machen, dann bietet sich natürlich an, einen guten Entsafter zu kaufen. Da könnt ihr dann und achtet darauf, dass der nicht nur Obst und Gemüse entsaftet, sondern auch Stangensellerie, grünes Blattgemüse und Wildgrün. Da habt ihr wirklich eine tolle Abwechslung während einer Fastenkur. Während meines jetzigen Fastens habe ich an Obst Äpfel, Orangen, Zitronen entsaftet. An Gemüse hatte ich Stangensellerie, Fenchel, rote Beete, Möhre. Dann hatte ich an Grünblattgemüse Spinat, dann hatte ich mir noch Vogelmeere und Girsch gesammelt, also Wildgrün, sehr, sehr wundervoll für ein Saftfasten. Ich hatte gemerkt, dass ich Säfte mit Wildgrün, wenn ich die mit Wildgrün mische oder wenn dieser Wildgrünanteil sehr hoch ist in dem Saft, dieser grüne Anteil, dann, dass ich so unglaublich gesättigt war, das kann man sich gar nicht vorstellen, von einem Saft, da nicht mal viel, vielleicht 250 Milliliter Wildgrünsaft und ich bin total gesättigt für einen halben Tag. Also diese Erfahrung war diesmal unglaublich. Dann habe ich aber noch entsaftet oder ab und zu Kurkuma und Ingwer. Kurkuma-Wurzel und Ingwerwurzel, genau. Falls ihr doch keine Geräte zu Hause habt, für ein um Obst oder Gemüse zu entsaften oder euch jetzt auch nichts kein Gerät kaufen möchtet. Zur Not geht dann doch auch gekaufter Saft, aber achtet bitte auf Direktsaft, kein Konzentrat. Achtet auch bitte auf Glasflaschen, wenn möglich Biosäfte, sollte auch wirklich kein Zucker darin enthalten sein und keine Aroma und keine Konservierungsstoffe. Der dritte Punkt für ein erfolgreiches Saftfasten ist eine Darmentleerung. Da gibt es 3 Möglichkeiten, entweder mit einem Einlauf. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, wo ich das genauer erkläre. Das werde ich euch jetzt mal hier einblenden. Da könnt ihr euch dann nochmal darüber informieren. Das ist auch die Methode, die ich anwende. Also am Abend des ersten Fastentages gibt es einen Einlauf so mit 2 bis 3 Liter warmem Wasser. Und dann jeweils am 3., 5., 7., also alle 2 Tage gibt es jeden Abend einen Einlauf. Und ihr werdet gar nicht glauben, was da noch
am dritten, fünften oder siebten Tag wirklich noch im Darm ist. Und ihr werdet feststellen, je leerer der Darm wird, umso besser könnt ihr mit dem Hunger umgehen, umso geringer sind auch die Rückvergiftungen, also die Rückvergiftungen. Ihr werdet merken, am ersten, zweiten Tag gibt es bei den manchen so leichte Kopfschmerzen oder ein bisschen Übelkeit oder ein bisschen Schwäche. Und mit einem Einlauf wird es oftmals besser. Dann gibt es noch die Möglichkeit, mit Bittersalz den Darm zu entleeren. Das gibt es in Apotheken, das müsst ihr dann trinken. Mein Fall ist es nicht, ich hatte damit mein erstes Fasten überhaupt mit Bittersalz meinen Darm geleert und einmal und nie wieder. Danach ist mir wirklich übel geworden, also mir selber bekommt das nicht. Die dritte Möglichkeit wäre, mit Cassia Fistula den Darm zu entleeren. Dazu hatte ich auch schon ein Video gemacht, das blende ich auch mal hier ein, da könnt ihr euch dann auch weiter informieren. Der vierte Punkt, um eine Saftfastenkur erfolgreich durchzustehen, ist natürlich, den Hunger zu überwinden. Dabei sollte man wissen, es gibt ja nicht nur den körperlichen Hunger, sondern auch den emotionalen Hunger. Und der körperliche Hunger lässt sich relativ leicht überwinden mit der Zeit, wenn man regelmäßig Saftfastenkuren durchführt. Und man sollte sich auch bewusst machen, dass der Hunger ja nach ein paar Tagen vergeht. Also ihr werdet merken, je öfter ihr fastet, umso leichter fällt es einfach auch, den Hunger zu überwinden. Wenn ihr gerade das erste Mal fastet, dann ist es natürlich wichtig, dass ihr nicht unbedingt was mit Nahrungsmitteln, mit Lebensmitteln zu tun habt, dass ihr nicht unbedingt kochen müsst, irgendwas zubereiten müsst, dann fällt es natürlich sehr schwer, den Hunger zu überwinden. Während einer Fastenkur könnt ihr ja Wasser trinken, so viel ihr möchtet, und wenn ihr eine Saftfastenkur durchführt, empfehle ich euch, den Saft wirklich Schluck für Schluck zu trinken. Nicht einfach so hinterzukippen, Schluck für Schluck auch einzuspeicheln. Und es empfiehlt sich auch immer, diesen frisch gepressten Saft mit Wasser zu verdünnen. Also entweder ein Teil Saft, zwei Teile Wasser oder ein Teil Saft und drei Teile Wasser. Und dann könnt ihr oder wenn der Hunger kommt, dann trinkt einfach Saft, so viel ihr mögt. Trinkt einfach Saft in kleinen Schlucken, schön einspeicheln, bis der Hunger vergeht und ihr euch wieder gut fühlt. Wichtig ist natürlich auch, dass wirklich keine Faserstoffe mehr im Saft enthalten sind. Es gibt ja manche Entsafter, da muss man nochmal nachsieben. Also achtet wirklich drauf, dass ihr den reinen Saft habt, weil sobald Ballaststoffe in euren Körper kommen, dann gebt ihr praktisch eurem Darm das Signal, da kommt bald noch was Festes. Und das verstärkt natürlich die Hungergefühle. Also sobald irgendwie Ballaststoffe in euren Darm kommen, dann wird die Magensäureproduktion wieder angeregt und das verstärkt natürlich den Hunger. Also auch wenn ihr zwischendurch mal denkt, ach, ich berühre mir einen Apfel und vermische den mit Wasser und trinke das dann. Da sind ja trotzdem die Ballaststoffe drin, also wirklich nur den Apfel entsaften und mit Wasser trinken ist wirklich ganz wichtig. Wenn der Hunger dann doch aufkommt oder stärker wird, versucht euch abzulenken. Geht raus in die Natur. Es ist ja auch so, 2/3 der Energiemenge, die wir benötigen, die nehmen wir aus der Umgebungsstrahlung auf, nur 1/3 aus der Nahrung. Also geht raus in die Natur, am besten ins Grüne, entspannt euch draußen, bewegt euch ein bisschen Dehnung, ein bisschen Sport, macht Spaziergänge, lenkt euch ab mit Dingen, die euch Freude und Spaß machen, und dann werdet ihr auch den Hunger ganz schnell überwinden. Der letzte und fünfte Tipp für ein erfolgreiches Fasten besteht im sich austauschen. Vielleicht findet ihr ja in eurem Freundes- oder Bekanntenkreis oder auch in eurer Familie, in eurer engeren Familie jemanden, der mit euch diese Fastenkur durchführen möchte. Und das ist natürlich wunderbar, weil man sich da gegenseitig austauschen kann. Vielleicht wohnt ihr ja auch in unmittelbarer Nähe, da könnt ihr euch auch treffen, zusammen einen Saft pressen. Ihr könntet raus in die Natur gehen, Spaziergänge machen, zusammen Sport machen, euch auch über Rückschläge oder wie über eure emotionales oder körperliches, seelisches Befinden austauschen. Das ist natürlich eine wunderbare Hilfe. Und wenn ihr da wirklich niemanden in eurem Umfeld habt, dann sucht doch einfach im Internet Fastenforen auf. Oder bei Facebook gibt es auch diverse Fastengruppen. Man holt euch da ein bisschen emotionalen Beistand, schaut, wie das andere machen, holt euch Tipps. Oder vielleicht findet ihr wirklich jemanden, der da mit euch auf einer Wellenlänge liegt und das mit euch gleichzeitig durchführen möchte. Das hilft natürlich ungemein. So, das waren jetzt meine 5 Tipps für ein erfolgreiches Fasten. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem einen oder anderen Tipp etwas weiterhelfen. Ich werde jetzt wirklich mein Fasten brechen. Und zwar meine erste Nahrung. Heute ist der 13. Fastentag. Ich werde jetzt einfach die Gurke essen. Was ganz wichtig ist, natürlich gründlich zu kauen. Dieses Gurkenaroma. Wie war das noch gleich? Zwischen 30 und 50 Mal einen Bissen kauen. Das fällt bei Gurke wirklich sehr schwer, weil sie ja sehr wasserhaltig ist.
Das lebe ich auch so beim Fasten, dass man so seinen Geschmack wieder neu entdeckt und dass man wirklich viel, viel gründlicher kaut und das alles viel bewusster macht. Ja, kann ich jedem nur empfehlen, eine Fastenkur durchzuführen. Und das ist wirklich ein Erlebnis, dann wieder anfangen zu essen. Ich werde jetzt noch den Teller Gurken zu mir nehmen und dann weiß ich nicht, ob ich heute noch etwas Festes zu mir nehme. Vielleicht presse ich mir heute einfach noch einen Saft. Ich habe hier noch einen großen Bund Vogelmeere, vielleicht noch ein bisschen Möhre oder rote Beete dazu. Genau. Und dann werde ich mich heute mal ganzzeitig zur Ruhe begeben. Ich habe ja schon auf meinem YouTube-Kanal einige Fastenvideos und dann gab es doch immer mal Kommentare, Mann, siehst du schlecht aus. Falls ich heute ein bisschen erschöpft, ein bisschen müde aussehe, dann liegt es nicht unbedingt am Fasten, sondern einfach, dass gerade mein jüngster Sohn krank ist und jetzt die letzten 3 Nächte durchgefiebert hat und ich sozusagen die Nacht mehr wach als schlafen verbracht habe. Und deswegen ist es auch heute ein Grund, wo ich sage, ich fange jetzt wieder an zu essen. Also ein bisschen Stress oder ein bisschen zu tun, das, oder ein bisschen Alltagsstress, das kann ich gut verkraften mit einem Saft fasten. Aber wenn dann noch die Ruhe, die ich brauche nachts, die Regenerierung, wenn das dann noch wirklich auch fehlt, dann merke ich schon, das schlaucht mir. Das habe ich heute früh auch gemerkt, dass ich heute nicht ganz in meiner Kraft stehe, weil mir einfach auch der Schlaf fehlt, die Entspannung, die Regenerierung. Und deswegen fange ich heute auch wieder an mit Essen und hoffe einfach, dass die heutige Nacht etwas ruhiger verläuft, dass ich dann doch wieder zu Kräften komme und doch ein bisschen wieder frischer aussehe. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen dafür hochgeben. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren, insofern ihr das nicht schon getan habt. Wenn ihr weitere Videos rund um die vegane Rohkost, Rezepte, Infos, Fasten und noch viel mehr von mir sehen möchtet. Ihr könnt natürlich auch wie immer gerne Kommentare unter diesem Video lassen. Da freue ich mich natürlich auf alle Fälle. So, ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit. Lasst euch gut gehen. Bis bald. Eure Silke.